Mein Name ist Verena Straßdeit. Ich arbeite derzeit im Landkreis Rottweil am Landratsamt, im Forstamt an der unteren Forstbehörde. Bin dort die Gebietsleiterin Schwarzwald-Neckar, nennt sich das. Heißt, ich bin für 10 Reviere zuständig, mache dort die forsttechnische Betriebsleitung und habe auch noch die Sachgebiete Hoheit, Privatwald und Waldpädagogik sowie die untere Jagdbehörde bei mir im Gebiet. Und dann eben ist das Berufsfeld insgesamt sehr vielfältig, weil auch die Gesellschaft viele Ansprüche an den Wald hat. Und das ist eine Kernaufgabe hier, die Interessen ja, in Einklang zu bringen, dass alle Waldfunktionen erfüllt werden. Ja? Also nicht nur die Nutzfunktion, sondern auch Schutzfunktion und Erholfunktion. Und das sind eben sehr viele Interessengruppen, die da dran partizipieren. Und ja, das macht die Tätigkeit auch nochmal sehr spannend. Ich hatte vorhin eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe da auch einige Jahre drin gearbeitet. Und dann hatte ich so diese, ja, ich will jetzt nicht sagen typische, aber so eine leichte Sinnkrise in meinem Beruf und habe mich dann dazu entschieden, das, was ich nach dem Studium, nach dem Abitur schon mal überlegt hatte, Försterin zu werden, habe ich dann beschlossen, es doch zu machen. Ich bin dann hier an die HFR gekommen und das war was ganz anderes, wie ich aus meinem Beruf bisher kannte. Eine tolle Hochschule, tolle Kommilitonen, wo ich sehr viel mitgenommen habe. Ein toller Studiengang, der mir wahnsinnig viel vermittelt hat, der mir nochmal ja, meinen Horizont auch erweitert hat. Ich bin froh, dass ich das gewagt habe. Es war schon ein mutiger Schritt, wenn man aus dem aktiven Berufsdienst nochmal ins Studium geht, das dann Geld kostet, obwohl man vorher Geld verdient hat. Es hat sich aber gelohnt. Ich fühle mich jetzt in dem Beruf wesentlich mehr zu Hause und wohl drin, wie es vorher der Fall war. Es gab nur wenig Situationen, wo ich sage, ja, da gab es Vorurteile von männlichen Kommilitonen gegenüber uns Frauen. Es gab es aber tatsächlich. Meine Strategie war dann eben, ich habe versucht, mich jetzt im Studium mit Menschen zu umgeben, die mir gleichgesinnt sind und die auf der gleichen Linie sind wie ich, mit denen ich mich gut verstehe. Das waren eben meine Kommilitoninnen, mit denen ich dann auch in der Lerngruppe immer zusammen war. Wir waren ein gutes Team, wir haben uns bestärkt, was uns auch weiter voranbracht hat. Und genauso versuche ich es natürlich auch im Beruf, wobei man hier natürlich sagen muss, ich kann, nur weil ich mit jemand jetzt nicht so gut zurechtkomme, kann ich da nicht sagen, gut, mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Es sind meine Kollegen und Kolleginnen. Also da muss ich dann einen Weg finden, wie man zusammenarbeiten kann. Aber ich kann auch hier versuchen, mir Rat und Gleichgesinnte, mit denen eben enger zusammenzuarbeiten und sich so gegenseitig zu bestärken, so aus sich weiterzuentwickeln und ja, so dann auch zufrieden sein können dann im Beruf. In dieser Gleichstellungsdiskussion, da wünsche ich mir einfach auch für die Forstbranche, aber auch für alle anderen Berufszweige, dass die Diskussion irgendwann hinfällig wird. Es geht darum, den Mensch zu sehen mit dem, was er mitbringt, seine Stärken, Schwächen, positive wie negative Eigenschaften. Und dann wähle ich den aus, wo ich denke, der passt auf diese Stelle, in dieses Team. Und da ist das Geschlecht egal. Und dann wird es auch keine Frauenquote mehr brauchen, sondern dann wird sich das ergeben, wie die Verteilung dann der Geschlechter in dem Berufszweig ist. Und das wird sich dann automatisch ergeben. Und das wäre mein Wunsch für die Zukunft.